So, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Eintrag des Minecraft-Tagebuchs. Wir schreiben heute den 19.01.2014 und das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen, ja, er guckt mir jetzt über die Schulter, während ich mein Tagebuch eintrage. Der Marvin ist da. Ich petze aber auch nicht. Ja, das ist gut. So, was ist eigentlich passiert? Eigentlich nicht viel. Ich habe hauptsächlich hier dran gebaut. An meinen hängenden Gärten von Babylon. Da ist auch ein bisschen weiter geworden. Ich habe jetzt auch ein Jetpack inzwischen. Oh ja. Dass ich so schön rumfliegen kann. Also es ist noch nicht ganz fertig. Ich kann euch ja mal zeigen. Hier ist so die erste Ebene. Oh, ist das schön mit dem Sonnenuntergang. Ah. Traumhaft. Das ist echt schön. Nur regnet es mal wieder. Auf dem Server ist es nur am Regnen. Dann habe ich hier ein paar kleine Bächlein gemacht. Die so außen entlang laufen. Und dann ist hier oben die letzte Ebene. Und von hier oben sieht das dann so ungefähr aus. Ich kann auch ranzoomen. Yeah. Ja, hier ist nicht viel passiert. Jetzt kann ich euch mal die Rückseite zeigen. Hier ist noch ein großes Loch drin, das muss ich noch auffüllen. Hier ist auch noch ein Loch drin, das muss ich auch noch auffüllen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich hier drin, ich glaube, ich werde hier drin noch Grünzeug machen. Dass ich hier drin noch Bäume pflanze und alles. Dann müsste ich hier vielleicht nur eine Glaswand hinten hin machen. Ja, wird mir auf jeden Fall gefallen, so dann. Ja. So. Sonst ist nicht viel passiert. Der Tuck ist bei mir in die Wohnung eingezogen. Und da können wir mal kurz eben hinfliegen. Ja, hier wurde das Gebiet inzwischen etwas planierter. Also es ist planierter. Jetzt müsste das eigentlich alles noch einen Block runter, damit ich diesen, wenn ich den Holzblock einsetze, damit es wieder auf einer Ebene ist. Also muss das alles noch einen tiefer. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Wieso ist denn jetzt der Tuck bei dir eingezogen? Oh, weiß ich nicht. Der zieht immer irgendwie hinter bei mir ein. Erst ist er woanders und dann kommt er doch wieder zu mir zurück. So, hier hat sich ein bisschen auch was getan. Ich habe die Mauern ein bisschen höher gezogen. Also die Außenmauern sollen jetzt nicht viel höher werden, als sie jetzt schon... Oh, eine Kaktusplantage. Interessant. Die Mauer ist jetzt soweit, zumindest die Außenmauer ist fertig. Das Gebäude an sich wird wohl das Moratorium noch, Moratorium, das Mausoleum noch überragen. Moratorium. Ja, genau, Moratorium. Nix auf Latein. Und ja, ihr seht, der weiße Bau hier ist weg. Den habe ich abgerissen. Stattdessen haben wir jetzt das Lagerhaus etwas filigraner aufgebaut. Das zeige ich euch auch mal eben. Wir haben jetzt deutlich mehr Kisten. Und ja, hier drüben ist eigentlich alles soweit abgebaut. Wir haben alles in Metallkisten reingepackt, weil die platzsparender sind. Und ich habe hier drin 4 Kisten, in denen nur Erde drin ist. Das ist jetzt gerade Atlantis, das ihr hört. The Lost Tales of Atlantis. Und hier ist auch nochmal 3 Kisten nur mit Erde drin. Oh, das ist zu laut, das ist zu laut. Das ist zu laut. So, ein bisschen leiser mal. So, jetzt ist es wahrscheinlich wieder zu leise, dass man nichts hört. Aber macht ja nichts, ne? So, dann haben wir jetzt hier unten, hat Tuck angefangen, ein bisschen das Standard-Tacket-Zeug aufzuladen. Ah, hier ist meine Lavapumpe, die zieht aus der Hölle Lava, die zieht aus der Hölle Lava raus, um sie dann hier aufzufüllen. Kann man dann zum Beispiel als Energiequelle nehmen oder wenn man irgendwo für Lava braucht, kann man sich da einfach raus bedienen und der pumpt einfach weiter. Was sagt denn der Teufel dazu, dass du ihm seine Lava klaust? Dem ist das egal, glaube ich. Was macht der Tuck hier? Ah, okay, Tuck testet hier gerade, wie ich sehe. Tuck testet Maschinen. Hier haben wir jetzt so ein paar Generatoren. Ich verstehe das selbst alles noch nicht. Aber das ist jetzt auch egal. Wir wollten jetzt über irgendein Thema quatschen. Zum Beispiel... weiß ich nicht. Schlag was vor, Marvin. Ja, so die neueste Entwicklung der NSA-Affäre. Ja, da hat ja jetzt dann der Herr Obama hat dann ja jetzt seine viel erwartete Rede gehalten, dass das Handy von befreundeten Politikern, also von befreundeten Staatsoberhäuptern, nicht mehr abgehört werden soll. Wobei er sich dabei ja nicht unbedingt entschuldigt hat. Nö, er hat's gerechtfertigt eher noch. Er hat's eher noch gerechtfertigt. Ich sehe gerade, die haben wieder meine Kühe hier geschlachtet. Wie? Ja.
Das ist doch schon eine Art Mundraub, oder nicht? Drei Kühe, ich hatte mal über 10. So, dann kreuzen wir mal wieder ein paar Kühe. Naja. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Ich glaube auch dieses so hoch angestrebte No-Spy-Abkommen, das ist, ne? Fassade. Ja. Und als ob die USA sich da irgendwie verpflichten würden, wir spionieren den und den nicht mehr aus. Das halte ich für sehr, ne? Abwegig. Wenn sie da die, wie heißt es? Denn sozusagen den Hauptsitz der Spionage haben im Land. Ja. Und Obama hat auch gesagt, sobald die nationale Sicherheit gefährdet ist, lässt er der NSA wieder freie Hand. Also ändern tut sich eigentlich nicht wirklich was. Ja. Aber überrascht uns das? Mich überrascht das nicht wirklich. Nee. Also gerade bei Amerika. Weiß ich nicht. Da überrascht er nicht mehr so viel, ne? Nee, die sind so, die haben schon so viel Zeugs gemacht, also. Das ist langsam schon echt lächerlich. Und dass sie dann immer noch in irgendeiner Weise mit durchkommen. Ja, ich meine, wer stellt sich gegen sie, ne? Niemand. Für Russland vielleicht noch ein bisschen, aber. Die einzigen, die es machen können, wären die Chinesen. Ja. Weil die Chinesen ja indirekt über die Staatsanleihen, die ja massenweise gekauft haben, die USA finanzieren. Und deshalb haben die Chinesen ja auch zurzeit so etwas Sorge, dass die Amis ja ihr Schuldenproblem einfach nicht in den Griff kriegen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles seltsam momentan. Ja. Alles gespannt. Alles macht nicht wirklich Spaß. So, ich guck gerade mal. Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Wir müssen noch 4 Minuten über das Thema quatschen, damit es passt. Ei! Ei! Das schafft man nicht! Ja, gut, wir können es ja abkürzen. Ich wollte ja sowieso noch eine Frage in den Raum stellen. Jetzt geht's los. Ja, die Frage ist jetzt, ob ich hatte mir mal überlegt, ich hatte ja mal in einem Stream die Frage aufgeworfen, ob Minecraft inzwischen ein 0815 LP ist, was wirklich jeder spielt. Oh. Höhle. 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 Höhle, 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 Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, 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 jeppadi. Und das wurde dann auch bejaht von den meisten, oder vom größten Teil. Aber für mich stellt sich jetzt die Frage, ich habe jetzt dieses Tagebuch angefangen, und da würde sich jetzt für mich die Frage stellen, ob ich auch so ein LP mache für Minecraft. Würde mich mal interessieren, also dafür müssten die Leute sich natürlich in den Kommentaren auskacken, aber ich glaube, das werden die sehr wenig eher tun. Der Vorteil ist natürlich, dass man hier so schön über alle möglichen Themen reden kann, weil bei Minecraft nun mal nicht wirklich viel passiert. Genau. Ich würde dann auch das normale Minecraft spielen. Dann würde ich aber überlegen, ernsthaft überlegen, ob ich das Tagebuch dann weiterführe. Weil ich würde dann das ganz normale Minecraft spielen und müsste da dann natürlich, das ist auch so ein Punkt, hoppala, der mich ein bisschen abhält, müsste ich wieder komplett von vorne anfangen. Und wenn man dann schon so viel hat, dann ist das ein bisschen komplizierter, sich dann zu motivieren, nochmal was Neues zu bauen. Wenn man weiß, boah, auf dem anderen Server, da hast du halt schon alles. Ja, das ist halt die Frage. Also andererseits. Ich meine, letztendlich entscheidet sowieso meine Lust am Ende. Aber, ja, ich sag das immer, letztendlich entscheide ich das. Ja, ist ja richtig. Aber es ist ja eine Entscheidungshilfe, wenn jetzt hier, was weiß ich, gefühlte 20 Millionen Leute sagen... Zuck ist gestorben. Oh, ja. Ja, die Zombie-Pigmänner wieder geärgert. Ja, scheiße. Das ist ja eine Gedankenhilfe zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wenn jetzt 20 Millionen sagen, yo, mach das. Das hilft ja schon... deutlich ja, weiter. Da hat man auf jeden Fall eine Motivation, dass das Leute gucken würden. Ich meine, wenn jetzt sowieso jeder sagt, nö, interessiert mich gar nicht, dann brauche ich es auch gar nicht erst machen. Nö, eben. Dann kann ich meine Zeit auch lieber für andere Sachen vergeuden. Lernen zum Beispiel. Mit Marvin wieder irgendein Spiel auf 100% durchspielen. Ja, wie Donkey Kong. Nein, es wird davon kein LP mehr von mir geben. Nee. Nein. Nach dem, was wir da heute, wo wir uns heute durchgequält haben. Ja.
Alles nur wegen diesem dämlichen Bug. Ja. Okay, zweites Thema. Ja. Worüber könnte man jetzt sprechen? Haben wir denn irgendwas Aktuelles oder Gesellschaftliches? Ja, Putin. Putin. Genau, Putin. Mit seinen olympischen Bestimmungen da. Mit seinen olympischen Bestimmungen. Ja, du willst auf die Ines Pol hinaus, was ich dir vorhin erzählt habe, ne? Richtig. Erstmal zur Person, Ines Pol. Ines Pol ist die Chefredakteurin der Tageszeitung aus Berlin, kurz die Taz. Ein doch eher links ausgerichtetes Blättchen. Ich persönlich mag Frau Pol nicht. Wenn ich die im Fernsehen sehe, im Radio höre, dann verdrehe ich immer schon die Augen. Ja. Die war damals ganz groß dabei, als es mit Wulff losging. War die eine, die am lautesten geschrien hat, der Mann muss zurücktreten, der hat auch gar keinen Ehrensold verdient. Und das LeChuck-Theme von Marvin läuft gerade. Und da hatte sie jetzt unter anderem vorgeschlagen, so, das war heute beim internationalen Frühshoppen, was auf Phoenix immer läuft. Für Leute, die mal wissen wollen, was so außerhalb Deutschlands passiert, die sollten da mal einschalten, das ist ganz interessant. Die haben jetzt natürlich einen Ami da gehabt, ich glaube einen Russen hatten die da. Und eben auch die Ines Pol in Vertretung für Deutschland. Und da hatte sie dann gesagt, ja, man könnte ja zum Beispiel überlegen, dass die, dass das Olympische Komitee, also die IOC, dann vorschreibt, hör mal, so Putin, pass auf, du willst die Olympischen Spiele haben, du musst dann jetzt gewisse Gesetze ändern, Menschenrechte beachten und so weiter und so fort, was man ja alles gerne Putin vorwirft. Und auch zu Recht vorwirft, das muss man jetzt immer nachschieben. Und wenn es das nicht passt, wenn das nicht passiert, dann müsste man dem Putin die Olympischen Spiele wieder wegnehmen und die beispielsweise in das Land zurückverlegen, in dem sie vorher stattgefunden haben. Mhm. Das muss man sich mal reinziehen. Was wäre denn dann mit der so oft geforderten politischen, demokratischen Legitimation? Dann würde quasi das Olympische Komitee die Gesetze bestimmen. Das kann auch nicht Sinn der Übung sein, also meiner Meinung nach. Nee. Das ist schon... Was meinst du denn dazu? Ja, also, der hat sich ja sowieso, der Putin, sehr ins Ausgedrängt, meiner Meinung nach, als er da diese Homosexuellen wirklich, ich sag mal, gehetzt hat, im Sinne von, ja, macht mit dem, was ihr wollt, da sind keine Menschen, jetzt so als Zitat mal. Mhm. Und, ja, also ich weiß nicht, also ich finde, von der gesellschaftlichen Ebene her, es sitzt so mit Russland auch sehr weit hinten. Ja. Jetzt so statistisch gesehen. Also in vielen Ländern wird es mittlerweile akzeptiert, was gut ist. Nur in Russland werden sie halt wieder menschenunwürdig behandelt. Mhm. Und er sagt dann auch in der Öffentlichkeit so, ja, haltet die, ihr Schwulen, haltet euch von den Kindern fern, hat er wortwörtlich so gesagt, ja. Und so. Und ich finde sowas einfach nur noch lächerlich, so gerade in der heutigen Zeit. Aber man muss auch sagen, Putin ist einer, der weiß, was er will. Er lässt sich auch von Leuten nicht scheuchen. Wenn Leute von ihm was fordern, dann macht er meistens das genaue Gegenteil. Genau. Und Putin hat sich auch sehr geschickt angestellt, während andere Staaten etwas, wie sage ich das am besten, etwas ungeschickt agiert haben. Zum Beispiel bei der Snowden-Affäre. Da konnte sich Putin dann als der Retter der freien Welt aufspielen. Ja, was er nicht getan hat. Was er natürlich nicht ist. Er ist ganz weit entfernt davon, so einer zu sein. Ja. Aber das ist dann halt wieder sowas, ne? Da haben die Amis dann gepatzt und er hat sofort da sein politisches Süppchen draus gebraut, ne? Also er ist nur... Das weiß nicht, ob er das vielleicht noch aus seiner Zeit als KGB-Chef weiß. Putin ist ja auch jemand, der flüssig Deutsch sprechen kann, ne? Fließend. Das stimmt. Er war ja auch, hat ja auch mal im Bundestag gesprochen, als sein Freund Schröder noch Kanzler war. Und er ja über Putin gesagt hat, das ist ein lupenreiner Demokrat. Ja. Ja. Vor allem, weil die alle noch da Geburtstag mit dem Politiker da, ich hab den Namen vergessen. Mit Mubarak. Mit Mubarak, genau. Mit dem haben sie schön Geburtstag gefeiert. Ja. Und haben immer gesagt, nein, der Mann ist böse und wahnsinnig.
Ja gut, sagen wir mal so, ne? Die Merkel feiert auf Staatskosten den Geburtstag vom Ackermann. Ja. Ne? Also, die tun sich da beide nichts. Nee, nee. Aber das ist alles schon nicht so einfach. Und jetzt steht ja auch in Kürze die Oma das Thema wieder jetzt etwas anders anzusprechen, weil ich dazu nichts mehr weiß, um ehrlich zu sein. Upsa. Oh Gott, ich kenne gerade so zu der Monkey Island Musik ab. Entschuldigung. Ja, macht ja nix. Monkey Island ist einfach so eine gut laune Musik. Schön tropisch. Ja. Ein bisschen seltsam. Jetzt stehen ja auch demnächst wieder Europawahlen an. Genau. Es ist leider eine Wahl, die in Deutschland sehr, sehr wenig Anklang findet. Wo ja gerade Europa eigentlich das ist, was in Deutschland, woraus wir in Deutschland sehr, sehr viele Gesetze ziehen, die den Verbrauchern zugutekommen. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, wie krumm darf die Banane sein, wie krumm darf die Gurke sein, darf die überhaupt eine Krümmung haben. Also da ist zum Beispiel, dass es darüber Bestimmungen gibt, das finde ich auch schon sehr amüsant. Ja. Ich glaube, in Italien ist es sogar so, dass die Dicke und der Durchmesser einer Pizza auch einen gewissen Standard haben muss. Hatte ich mal gehört. Okay. Und ja, Alina, ich habe Pizza gesagt. Ich weiß gar nicht, ob Alina das guckt. Ich glaube eher nicht, Das weiß ich auch nicht, die ist aber ja für nicht den Fall. so Minnekraft interessiert. Nee. Für den Fall. Vielleicht mache ich es auch darauf aufmerksam. Okay. Alina, guck mal das Video, da ist was Interessantes für dich gesagt worden. Ja, und beispielsweise, was viele nicht wissen, es gibt ja in Deutschland den Paragraphen 241a des bürgerlichen Gesetzbuchs, da steht drin, wenn jemand unbestellt eine Leistung erhält, dann hat der, der sie geschickt hat, keinen Anspruch darauf. Das heißt jetzt, wenn die Meiersche jetzt dir ein Buch schickt, Marvin, und sagt, hör mal, kannst du dir angucken, wenn du haben willst, zahl, wenn nicht, schicke zurück. Das gibt es ja viel, dass das so Ja. Betriebe machen. Und dann zahlen ja auch viele, weil sie jetzt halt nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und nach altem deutschen Recht war es so, wenn man jetzt mal die Gesetze des unlauteren Wettbewerbs, die da vielleicht einschlägig sind, mal beiseite lässt, dass man da vielleicht, nicht vielleicht, dass man da jetzt nach der Sache so verfahren kann, wie du willst. Du kannst sie jetzt annehmen, du kannst sie auch einfach so behalten, ohne irgendwas zu machen. Du kannst da deinen Namen reinschreiben und ins Regal stellen und so weiter und so fort. Du kannst sogar hingehen und das Buch einfach verbrennen, wenn du sagst, nö, interessiert mich nicht. Das ist, was weiß ich, haben sie dir eine Schrift von Marx oder sowas geschickt, keine Ahnung. Und du sagst, nee, dieses Sozialistenschwein will ich gar nicht lesen. Und ich verbrenne das Buch jetzt einfach. Kannst du es machen, ohne dich schadensersatzpflichtig zu machen? Und das ist halt sowas, das wir dank Europa haben. Und das wissen auch leider nicht viele. Natürlich stimme ich dann auch den Leuten zu, die sagen, aber warum muss Europa jetzt beispielsweise festlegen, welche Höhe der Absatz der Friseur, des Schuhs der Friseur Azubine bei zum Friseur haben muss. Das ist ja auch was. Das muss Europa nicht festlegen. Oder ob das Olivenöl in einem Metallkännchen sein soll oder in einem Glaskännchen. Und ob der offen sein muss oder zu sein soll. Das ist Schwachsinn. Das sind wirklich so Sachen, so. Da denkst du so, das braucht doch jetzt wirklich kein Mensch. Nee. Das muss auch nicht geregelt sein. Überhaupt nicht. Nee, das ist einfach. Ich finde sowieso, in heutigen Zeit wird sich viel zu wenig so mit wirklich ernsten Themen beschäftigt. Das beste Beispiel war zu der Zeit, als Miley Cyrus da bei den Movie Awards da ihren komischen Tanz hingelegt hat und alle Ja. schockiert hat damit. Da war zeitgleich ja dieser Angriff da in Syrien gewesen mit dem Giftgas. Ja. Und überall wurde hingeguckt, das haben sich alle nur über Miley Cyrus aufgeregt. Aber so jetzt, was wichtig wäre, zum Beispiel Ja. der. Die Aufstände in Syrien, die wurden einfach unter den Teppich gekehrt, von wegen, ja, unsere Kinder, die gucken das ja, die haben ja früher die Miley Cyrus da in der Serie gesehen und die nehmen sie jetzt Ja. ein falsches Vorbild und ja, dann, Vor also. allen Dingen, das war auch, das habe ich aber auch erst so nachträglich gehört. Und da muss ich sagen, da stimme ich dem Urban Priol. Ich habe das den Urban Priol Til 2013, also seinen Jahresrückblick, habe ich mir angeguckt. War sehr witzig auch. Wieder hat er sehr viel Richtiges gesagt. Unter anderem hat er gesagt,
da war gerade dieser Giftgasangriff, wo die Leute da alle so übelst verreckt sind. Dann hatten die im Morgenmagazin, hatten da Bilder gezeigt dazu. Und dann haben die zur Frankfurter Börse geschaltet. Ist ja erstmal nichts dabei, zur Frankfurter Börse zu schalten. Aber dann die Frage, die er gestellt hat, war, welche Aktien leiden denn unter dem Giftgasangriff in Syrien besonders? Das hatten sie doch beim 11. September auch gehabt. Ja, da haben ja alle, alle gelitten. Ja, das Ding war, da sterben tausende von Leute und der Kommentar von dem Moderator war, der an der Börse stand, ja, jetzt ist natürlich die brennende Frage, wie wirkt sich das auf die Aktien aus, die gekauft worden sind. Als ob es da nicht, als ob das jetzt das Schlimmste wäre. Ja, und der Priola hat gesagt, ein Zeichen wäre gewesen, wenn der Moderator sein Mikro abgenommen hätte, stumm geschaltet hätte und die Karte zerrissen hätte und gesagt, Leute, das mache ich nicht und wäre rausgegangen. Aber so geht das doch jetzt immer weiter und das, ich meine, Ablenken ist immer ein tolles Thema. Ablenken in der Politik ist immer super. Das wirst du auch jetzt, wenn die Fußball-WM anfängt, wirst du das auch wieder sehen. Die boxen dann die übelsten, heftigsten Gesetze durch und keiner interessiert es, weil ja alle mit Fußball dran sind. Ja. Deshalb, also die interessanteste Zeit politisch ist immer bei so Großereignissen. Genau. Oder was sie auch gemacht haben, was ich auch nicht wusste, dass die im Schatten der, auf dem Höhepunkt der EHEC-Krise, wisst ihr ja noch, EHEC, ich glaube, das war doch der Durchfallvirus, glaube ich, ne? Genau, das war durch diese Sprossen da aus dem Hof da in Rheinland-Pfalz war das, glaube ich. Ja, das waren arabische Sprossen. Ah ja. Und da hatte man ja auch schon verseucht. Da hatte man auch schon wieder auf die Schlagzeile gewartet, Al-Qaida beginnt den Bioterror. Aber da haben sie dann auf dem Höhepunkt, haben sie einfach mal so ein Gesetz so nebenbei mit durchgedrückt, das den Ärzten gebietet, sich nach jedem Patientenkontakt die Hände zu waschen. Du musst überlegen, wir leben in einer Gesellschaft, wo du dem Arzt vorschreiben musst, dass er sich nach jedem Patientenkontakt die Hände zu waschen hat. Ich denke, sowas ist im Medizinstudium Pflicht, gang und gäbe. Die simpelsten hygienischen Vorschriften müssen wir den Ärzten per Gesetz vorschreiben. Das ist doch lächerlich. Ich meine, als ich noch bei Kühlmann da gearbeitet hatte in der Firma, da war es normal. Du gehst auf Toilette, kommst raus, wäschst dir deine Hände und desinfizierst die, weil anders kommst du da nicht raus. Das ist einfach normal, das hinterfragst du ja nicht. Ja. Ich meine, das ist bei Lebensmitteln jetzt natürlich auch. Und du musst mir überlegen, wie die Infektionsrate prozentual sinkt, wenn die Ärzte und die Krankenschwestern sich einfach nur nach dem Kontakt nur die Hände waschen. Ich rede ja noch nicht mal von Desinfizieren. Ich rede ja einfach nur von Hände waschen. Ja, das. Ich meine, für Hände jeden ist es normal, wenn er vom... ist natürlich schon nicht jetzt so, dann ist man ja nicht wirklich keimfrei. So, Desinfizieren ist da natürlich schon ein Schritt weiter und ich finde, das sollten Ärzte auch tun. Gerade jetzt, wo auch in der letzten Zeit immer häufiger die, wie heißt es? Die Rede war von irgendwelchen Keimen da bei Neugeborenen im Krankenhaus. Da war, glaube ich, das Krankenhaus in Bonn sehr weit vorne mit dabei in den Nachrichten. Ja, weil die inzwischen schon alle resistent werden. Die wissen, das sind ja diese Krankenhauskeime, die ja gegen alles mögliche resistent sind. Das hatte ja Dr. House auch gesagt in einer Folge. Das fand ich eigentlich schon, obwohl es eine Serie war, schon wirklich sehr beeindruckend, den Spruch. Von wegen, dass wir jetzt immer anfangen, bei jedem Mist Antibiotika zu nehmen und man sich deswegen nicht wundern sollte, dass sie irgendwann stärker werden und man irgendwann Antibiotika ins Trinkwasser reinmischt, damit man da überhaupt irgendwie gesund 3 Wochen leben kann im Jahr. Also ich habe ja das Glück, dass ich so zumindest Antibiotika in Form von Medikamenten noch nie genommen habe. Heute hast du ja Antibiotika in der im Huhn, deshalb weißt du auch, warum du in der Erkältung eine Hühnersuppe essen sollst. Genau. Also von daher, wir haben alle irgendwie schon mal Antibiotika zu uns genommen. Ja. Leider. So, was mache ich hier? Ich baue nur ein bisschen Sand ab, damit ich noch einen Sandstein produzieren kann. Den mache ich gerade gar nicht. Das ist ja schön, das ist so ein Power-Tool, das gibt's leider nur in diesem Technik-Ding. Damit, Terminäre Hand. Ja. Muss ich jetzt wieder aufladen gehen, aber die Zeit ist auch schon wieder um. Ich habe sogar schon gnadenlos überzogen. Oh. 5 Minuten haben wir jetzt überzogen. Und Marvin, ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Und ich denke mal, das nächste Mal werde ich allein sein. Schreibt mir auf jeden Fall noch in die Kommentare, nachdem ihr mich positiv bewertet habt, kommentiert habt und abonniert habt, ob ich geteilt habt. Ja, genau, ihr könnt es auch auf Facebook und Twitter teilen, ob ich so ein Minecraft-LP mal machen soll. Könnt ihr ja mal drunter schreiben. Und wenn nicht, dann bleibt es einfach beim Tagebuch. Gut, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.
beziehungsweise Tag, je nachdem, wann ihr es schaut. Wir haben jetzt hier 20.21 Uhr, als wir das jetzt hier abschließen, und bis neulich. Haut da rein.